Viele Menschen machen sich Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. In unserer neuen Studie haben wir ihn gemessen und die Ergebnisse zeigen, der Zusammenhalt ist durchaus stark. Die Menschen haben vertrauensvolle Beziehungen zueinander. Sie fühlen sich verbunden mit dem Gemeinwesen und sie sind bereit, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Es gibt aber durchaus Risikofaktoren. Dort, wo die Armut und die Arbeitslosigkeit höher sind und wo mehr Menschen die Schule ohne Schulabschluss verlassen, sind die Werte für Zusammenhalt geringer. Das zeigt sich dann auch in der regionalen Verteilung. So sind durchweg in Ostdeutschland die Werte für Zusammenhalt geringer als im Westen. Was hingegen keinen Einfluss auf den Zusammenhalt hat, ist die kulturelle Vielfalt. Das heißt, es spielt keine Rolle, wie viele Ausländer oder Einwanderer in einem Bundesland leben.